Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Diplomacy is not an option. Es ist eine Demo-Version von dem Spiel, was nächstes Jahr erscheinen wird, 2022. Wenn wir uns das einfach mal anschauen, eine Folge, denke ich mal, oder zwei Folgen. Ich habe natürlich, so wie man mich kennt, noch keine Sekunde reingeschaut. Diplomacy is not an option is not the easiest game to play. In order to avoid psychological trauma and for the safety of your PC, I highly recommend to play the tutorial. Egal, scheiß auf Tutorial. Nur Noob spielen Tutorials. So, Endless Mode. Survive and withstand enemy waves. Stay alive for as long as you can. Okay, kann ich pausieren? Ja. So, das sind scheinbar Bären. Was ist denn das hier Bild? Ah, Auto Repairing gibt's hier. Okay, wir können schon mal Häuser bauen. This time we don't have a chance, but let us be positive. The longer we stand, the more mongrels we can kill. Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Können auf alle Fälle mal ein Haus bauen. Das sind unsere Boys. Okay. Ressourcen. Berry Picker Haus. Ja, bauen wir hier bei Berry Picker Haus hin. Fisherman's Hut. Lumbermill. Dreimal dürft ihr raten, was eine Lumbermill ist. Genau. Holzfäller. Fisherman. Ah, schau mal, sogar für Noobs mit Ressourcen-Dingens. Steinmine. Gut, haben wir scheinbar nichts hier. Okay. Ist doch bis jetzt alles super easy. Was haben wir denn hier? City Development. Two Builders work here. Okay, was haben wir denn hier? Free Workers. Kostet mich 10 von so Dingern. Bauen wir einfach mal einen dahin. Blub. Was haben wir noch? Militärisch? Eine Baracke. Was ist denn das? Holz, oder? Ja. Schau mal bloß, dass sie Holz bauen. Sonst haben wir immer richtig auf die Schnauze hier. So, der bringt mir Nahrung. Konsumieren. Aha. 5 Populationszuwachs pro Tag. Ah, okay. Population ist 19 von 30. Und wir haben 3 freie Arbeiter. Das hier. In 4 Tagen kommt die erste Welle. Das ist ganz toll. Vor allem, da ich auch komplett bereit bin. Was gibt's hier? Research. Ah, okay. Advanced Toolkits increased each builder's efficiency. Na dann, kümmert euch mal drum. Die Forschung beginnt, sobald wir das Fenster geschlossen haben. Das ist doch ganz toll. Bauen wir erstmal ein Bildershaus. Weiß nicht, ob wir dann automatisch gleich Zuwachs bekommen oder wie das funktioniert. Was kann ich denn hier machen? Add Worker. Remove Worker. Mhm. Das Ding ist jetzt fertig. Blub. Super, hat überhaupt nichts gebracht. Ganz toll. Ich meine, gut, wir könnten natürlich, was ist das hier? Open all gates, close all gates, was ist das hier? Employment Statistics, Builders, Army Workers, 19 von, ah, okay, warte mal. Quasi jeden Tag haben wir neues Wachstum, ich verstehe. Gratifying corpses on the city streets, deliver them to the cemetery. Ah, Leute, ach, wir müssen auch Tote versorgen, oder was? Ist aber nicht so nett. Und das hier, Increase Workers Radius. Ne, die sollen jetzt erstmal jedes Zeug hier abbauen, was da eigentlich ist. Würde mir schon reichen. A storage of a food building is full. Naja, dann. No place for food supplies at food production building. Weiß nicht, ist das kein Lager oder was? Hier 71 von 100, bringt das mal dahin oder so. Keine Ahnung, macht mal was für euer Geld. Ist wieder ein Anfall. Ne? Wie krieg ich denn das hier wieder weg? Was? 5 Dark Knights können wir beschwören. Für 120 Sekunden. Eine Wooden Wall. Okay, wir gehen erstmal erkunden. Aber jetzt sagen wir erkunden erstmal. Ach, schau mal hier. Spielgeschwindigkeit können wir auch erhöhen. Können wir. Ah, oh, da sind Feinde. Lol. Oh, scheiße. Lol, okay, das Katapult reißt einfach den kompletten Wald ab. Rebellen. Das ist Pöbel. Reißt mal das Pöbels Häuser ab hier. Okay, wir haben wieder neue Bürger. Weil wir nochmal ein Haus hier hinzimmern irgendwo mal. Oder generell mal ein Haus hier hinzimmern. Ich würde zumindest gerne die erste Welle überleben. Rest mal, scheißegal. Baut ihr eigentlich auch, oder? Lumbermill Storage ist ja, aber wieso transportiert denn das mir keiner?
Ah. Medieval Delivery. Porters carry resources between the places of their extraction. Okay. Ich finde es ja nett, dass ihr mir das jetzt immer noch mal gesagt habt. Bitte spiel das Tutorial, Kabel. Nö. So, die haben ein Blatt gemacht. Gibt es Ressourcen? Ah ja, das gibt so Steine. Sehr schön, haben wir so einen Stein bekommen. Oh, Leute, unten ist ein großes Dorf gewesen von denen. Hey, was will er denn da? Den töten, bitte. Kleiner hässlichen Gnomen da. Schlitz ihn auf, das Schwein. Oh, so. Das Haus hier ist auf alle Fälle fertig. Hier haben wir jetzt natürlich mehr Wachstum. Was Wachstum ist jetzt 8 am Tag? Wächst es jetzt einfach, weil ich so ein hässliches Haus dahin gepflanzt habe? Oder wie funktioniert das? Und könnt ihr bitte hier mal das Ding hier mir aufbauen? Ach, da kommen sie alle. Hallo. Zurzeit muss ich ja wirklich sagen, zurzeit gibt es ja echt viele Spiele dieses Typs, ne? They are Billions, Against the Storm. Bei Against the Storm ist ein bisschen different. Wie hieß das andere Spiel, was ich auch gespielt habe? Ich habe es wieder vergessen. The Last Stand, Age of Darkness. Genau, Age of Darkness, The Last Stand gab es auch noch. Also ihr merkt schon, es gibt halt einige Spiele, die dieses Prinzip aufgreifen. Dann gab es dieses andere, Besieged gab es auch noch, Besieged ebenfalls. Also einige Spiele, die dieses Prinzip aktuell aufgreifen. Du baust und dann dementsprechend wird dann quasi weitergemacht. Baust, 5 Tage, überleben, Welle überleben, nächste Welle. Also da gibt es aktuell sehr viele Spiele, die diesem Prinzip folgen. Was ich jetzt erstmal nicht schlecht finde. Schlechtere Spiele. Wo ist mit der scheiß Steinmine? Ach, dahin. Mit der scheiß Steinmine ist das im Radius von... ich könnte kotzen. Alter, ohne Witz. Ah, man kann einen Radius von der Flagge setzen. Habe ich gerade herausgefunden. Den da weg. So, hat er jetzt das Holz abgeholt? Hat den Fisch abgeholt. Hol mal bitte den Holz da ab hier. Kann ich die irgendwie upgraden? Meine Gesundheit sollte man mal upgraden. Aber dann verrecke ich noch, ey. Ich finde übrigens scheiße, dass hier gleich der Tag hier im Eimer ist. So, jetzt mal eine kurze Frage. Holt ihr mir jetzt das Holz hier ab, oder? Ich bin hier einfach blöd oder so. Machst du denn da? Holst du jetzt das Holz? Toll, super. Lol, der bringt aber nicht das Holz einzeln dahin, oder? Der bringt aber nicht das Holz. Ihr wollt mir doch flachsen, oder? Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Alles klar. Okay. Das ist voll scheiße. Also mal no joke hier, ne? Machen wir nochmal ein Porters Haus hier hin. Was willst du jetzt hier auch sonst machen halt? Das kann doch nicht sein, dass der das Holz einzeln trägt halt. Das ist doch Quark mit Käse, Alter. Aber bei dem Fisch geht's doch auch schneller, oder? My lord, a pigeon from the scouts have arrived. Enemy forces are only a day's march from here. Ja, toll. Ich fühle mich super in Form. Kann nur schief gehen. Okay, auch hier sieht man wieder, von wo der Feind kommt. In 3 Minuten, was ist das da? Eine Mühle. Eine Rebellenmühle. Oh, da gibt es Steine übrigens, sehe ich gerade. Das ist doch mal toll. So, wir hauen jetzt wieder ab nach Hause. Was ich jetzt halt mal bauen sollte, wäre vielleicht ein Speicher dorthin oder so. Tja, schwierig. Ich weiß nicht, warum ich Auto-Repair anhab. Macht eigentlich auch gar keinen Sinn so wirklich zurzeit. So, Storage Production, der ist jetzt auch voll natürlich. Das Fisch hat jetzt erstmal, das Fisch, ganz wichtig. Der Fisch hat jetzt erstmal keine Priorität. Was denn jetzt? So, also Steine, jetzt haben wir es dann langsam mit dem Holz. Was sind denn Baracken so teuer? Halt, wir sollen das bauen.
Okay, wir brauchen also dringend noch mal mehr Porterhäuser. Machen wir noch mal ein drittes dorthin. So, müsste ja dann irgendwann mal passen mit den ganzen Opfern. Die Bären sind auch langsam weg. Gibt's noch mal Nahrung irgendwie? Nahrung? Nom 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 nom. Okay, können wir mal so eine Fischehütte hinbauen. Ansonsten habe ich eh gar keine Möglichkeiten, so wirklich. Können wir Tote hinschmeißen. Und was bringt mir ein Hospital? The last line of defense on the path of a blah, epidemic. Oh Gott, was für eine Epidemic denn? Was für eine Epidemie? Oh Gott, ich werde wahrscheinlich hier mit diesen 5 Dark Knights kämpfen am Ende. Das sind auch interessant. Ich muss einen Obelisken bauen, dann kann ich alle umbringen. Na dann. Was wir jetzt auf alle Fälle nochmal bauen werden, kurz ist Häuser. Nochmal so ein Bildershaus, blub. Und dann bauen wir nochmal so ein normales Haus. Blub. Wird schon passen. 58 Sekunden kriegen wir also erstmal hart auf den Sack, aber egal. Wer kümmert sich eigentlich um die Steine? Läuft da einer von euch hin und kümmert sich um die Steine hier oder erstmal alle so gar keinen Bock? Da, die Fische sind voll. Oder was ist hier das Problem? Ich habe keinen Platz mehr für Nahrung. Ja gut, dann ignoriert halt die Nahrung und macht mir lieber was anderes oder so, keine Ahnung. Eisen habe ich doch gar nicht. Ihr macht mir Kopfzerbrechen. Also Nahrung habe ich kein Problem. Das muss man schon mal sagen. Ist immer positiv. Nahrung ist ja positiv, aber der Rest ist negativ. Seid ihr jetzt einfach nur voll hier oder was ist hier euer Problem? Wie viel Holz habt ihr denn hier im Lager? Seh nicht mal, ob die Holz da haben. Ja, doch, sieht man schon. Aber ich sehe hier quasi keine. Ja, ist okay. Aber ich sehe hier gar nicht, wie viel Holz die direkt haben. So, und der Typ, der schmeißt immer wieder Holzbretter dahin und dann sägen die mal so eine Stunde so schön rum. So. Macht mich einfach kaputt, komm, macht's kurz und schmerzlos. Dann habe ich's hinter mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ne, ich speise erstmal. Ich speise erstmal Holz für so eine Kaserne, dass ich mal eine Kaserne zumindest mal bauen kann. Schauen wir mal ganz kurz, was die jetzt hier vor mir wollen eigentlich. Man kann eigentlich immer über alles reden, würde ich mal sagen. Ah, der schießt schon. Schau mal, der schießt schon, bevor es überhaupt losgeht. So, wir sammeln denn jetzt hier einfach mal so 5 Dinger dahin. Mein Auge juckt. Jawohl, die schnetzeln sich hier durch. Sehr schön. Ihr macht das schon. Da muss ich mich um gar nichts mehr kümmern hier. Okay. Ach so, das sind die. Lol. Na, das macht das mal kaputt da. Sind alle getötet worden, aber davor haben sie einen guten Job gemacht. 58, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt endlich anfangen mit Baracken. Bauen wir dorthin. Kümmert euch bitte gleich mal drum. Ist gerade richtig gesehen. Hey, hey, ganz ruhig. Nicht meinen Katapult angreifen, danke. Heißt es gerade richtig gesehen, dass die mir hier die Hausschuhe ausgezogen haben? Wir priorisieren jetzt hier mal gar nichts. Ich soll jetzt hier erstmal ganz entspannt hier alles voll buddeln. Wächst das Zeug hier eigentlich nach, Berrybusch? Ich hoffe doch, dass es nachwächst, weil sonst habe ich keine Berry mehr. Berries mehr. Ding schon fertig? Cool. Ein Nahrung und einen blauen Typen. Wir bauen einfach mal ein bisschen. Und das andere, was ich dann nachher bauen werde, ist auf alle Fälle mal eine. Was ist eine Granary? Ah, achso, ja klar. Granary ist natürlich Nahrung. Und dann gibt es natürlich normales Storage. Und jetzt hier das Problem. Dass wir wieder voll sind. Ey, ihr geht mir am Sack, Alter. Es ist schwierig. Ich setze meinen Sammelpunkt dahin. Wann geht's denn hier los? Wann gibt's denn die nächste Wave, Boys? Gut, Nahrung ist wieder voll. Ist halt wichtig, dass sie mir hier nicht mein Essen alles wegessen. So, wir müssten jetzt hier eigentlich Upgrades erforschen können. Doppelter Schaden, Avoid Damage. Ja, das ist auf alle Fälle mal nice. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit ist nice.
Der Rest schaut mir hier sehr Demo aus. Das ist hier wahrscheinlich alles Early. Wir werden noch ein Hospital bauen. Denke ich mal. Magische Spells. Katapulte. Okay, wollen jetzt hier eine Storage hin. Ah, mit R kann ich drehen. Okay, wir bauen die Storage dort hin. Weil dann können wir nämlich hier... Kann ich die Holzfällehütte verschieben oder geht das hier nicht? Das geht hier nicht. Okay, schade. So, Ding ist fertig. Jetzt können wir quasi hier alles storen. Enemy forces are only a day's march entfernt. Was? Warum denn? Warum kommen denn die alle so schnell? Sind denn die so unentspannt? Habe ich eigentlich meine neuen Einheiten schon rekrutiert? Nee. Die hatten keinen Bock. Ganz nachweislich. Okay, das Wichtige ist jetzt hier. Was ist denn jetzt los? Lol, das wird angegriffen. Helle Mau. Ihr seid so richtige Wichser. Die greifen uns einfach an. Das sind so richtige Hunde. Das Problem ist, jetzt reißt mein Katapult natürlich meine komplette... die kompletten Dinger hier ab. Okay, machen wir erstmal alles kaputt hier. Ja, selber schuld halt, ne? Hätte ich halt aufpassen müssen, ne? Da bin ich selber schuld. Da bin ich wieder... Ach Gott, ich bin so blöd. Pass auf meine Granary dorthin. Für Nahrung. Ja. Oder auch nicht. Granary dorthin. Enemy forces are approaching. Okay. Gar kein Freund von diesen Enemy Forces are approaching. Muss ich hier mal ganz ehrlich sagen. Gar keinen Bock drauf. Geht bestimmt in die Hose. Wo kommen denn die überhaupt? Von hier oben? Von hier? Ah ja. Also Katapulte sind sehr effizient. Oh, das sind fette Belohnungen. Sehe ich gerade. Fette Belohnungen, fette Feinde. Auf alle Fälle sollen hier mal unsere Elite-Typen schön sich drum kümmern. Ja, ja. Eigentlich bin ich derjenige, die ihre Forces hier hittet. So, ihr kümmert euch um das Holz nach wie vor. Wir haben jetzt wieder 36 Holz. Ist auf alle Fälle nochmal eine Storage hier hinballern. Und die ballern wir dieses Mal sogar am besten einfach dort mit hin. Wegen den Steinen mit. Dann geht es trotzdem nochmal ein bisschen schneller. What's up? Nahrung passt. Und das hier, ist das auch Stein? Ja. Warum ist hier eine Mücke? Hey there. Was ist denn hier los, Alter? Ist hier ein scheiß Volksfest oder was? Mann, Fliegen, ey. Ich glaube, ich krieg gleich einen Koller. Kannst du keinem erzählen, ey. Kannst du Unkraut hier. So, wichtig ist jetzt hier, dass ihr euch auf alle Fälle erstmal hier drum kümmert, dass hier das Ganze zum Laufen kommt irgendwie. Heilen die sich hier oder muss ich dafür jetzt dann dieses Hospital bauen? Die sind auf alle Fälle weg. Ich glaube, die heilen sich wieder. Mit einer Weile. Engineer Guild würde ich auf alle Fälle auch gerne mal bauen. Hospital. Bauen wir auch mal hier so schön in die Stadtmitte rein, ne? Was wir nochmal bauen werden ist... Ne, nicht Port das Haus. Build das Haus nochmal. Graft Diggers find crops as blah, deliver them, blah, and bury them. Ja. Wird schon passen. So, ihr kümmert euch darum. Sehr gut. Und jetzt geht es auch deutlich schneller. Da die Ressourcen halt auch wirklich direkt hier hingeliefert werden können. Was wir jetzt nochmal bauen, ist ein zweites Holzfällerlager, hätte ich gesagt. So, es ist natürlich nur die Frage, was machen Sachen? Zwecks Nahrung. Ist es hier unbegrenzt? Ne, ist nicht unbegrenzt, sehe ich gerade. Das ist tricky. Das ist natürlich tricky. Auf alle Fälle hier unten gibt es nochmal jede Menge Nahrung. Ups, sorry.
Und jetzt los. Nowhere to store fresh food supplies. Kann doch gar nicht sein. Katapult. Mal schieß mal dorthin. Blub. Boom. Boop. Boop. Okay, fahren wir zurück. Hallo. So muss es sein. Oh, da kommt irgendwas Großes, oder? Oder sieht es nur so aus, weil das das Lager ist? Ah, lol. Ja, das sehe ich schon. Das ist scheiße. Ja, ja. Ich sehe das schon. Ganz blöd bin ich auch nicht. Weiß, denkt man immer. Aber ist tatsächlich nicht richtig. Warum habe ich denn schon wieder kein Holz eigentlich? Ah, lol, weil Auto-Repair an ist. Und es geht quasi instant drauf für die Reparaturen des Holz. Die reparieren quasi instant. Übrigens totaler Bullshit sehe ich gerade, weil ich habe da quasi meine eigenen Möglichkeiten limitiert. Hallo? Haltet euch mal zurück. Also man muss wirklich durchgehend dafür sorgen, dass man ununterbrochen eigentlich auch überall Schutz hat. So 21 von 80, 22, ja, heilen sich sehr langsam. Aber heilen sich auf alle Fälle mal. War jetzt nochmal ein neues Haus. Ah, die Barry-Hütte ist leider gleich, weil der kann natürlich da drüben auch noch sammeln. 30 Sekunden kommt die dritte Welle und ihr habt das Problem, die dritte Welle wird wahrscheinlich die härteste Welle bis jetzt. Mhm. Naja. Sehr unbegeistert aufgrund der aktuell kommenden Welle. Und auf alle Fälle hier gleich mal was hinbeschwören. Blub. Oh ja. Ich brauche dringend eine Engineer-Guild. Oh Gott. Also ich bin ja eher der Optimist hier, ne? Ich glaube, wir sammeln dann nochmal was. Hat super funktioniert mit dem Sammeln. Aber jetzt soll es dann eigentlich reichen. Gut. Hey, da ist noch einer. Und jetzt macht mal hier das Zeug da weg, komm. Nicht sehr effizient. Oh, warte mal, was? Ah, hier gibt's Leichen. Ah, ihr könnt euch gleich hier die Steine holen, sehr schön. Okay, ihr geht wieder nach Hause. Ja, ja. Ist ja nicht so, als ob ich die da hingeschickt hätte. Dann ist euer Problem schon wieder. Lampe mit... die Storage ist wieder voll. Ich krieg noch einen Anfall hier mit dem Storage ist voll den ganzen Tag. So. Mal auf alle Fälle mal lauter Katapulte. Ich denke, diese Katapulte sind eine gute Möglichkeit hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Was jetzt auch noch kurz bauen ist nochmal ein Haus. Ah, jetzt habe ich wieder kein Holz. Könnt kotzen. Ich wollte eigentlich so einen Grave-Digger mal bauen und so eine Cemetery. Cemetery bauen wir dort oben. Na! Der hat schon wieder einiges. Hallo. Ist hier Friendly Fire? Muss jetzt erstmal da hochgucken. Ich weiß ja nicht, was da oben ist, aber es geht mir langsam auf den Sack. Oh, da gibt es sehr viel Fisch übrigens. Ah, von hier greifen die ganze Zeit an. Die nächsten Idioten kommen gleich. Was wir jetzt hier bauen könnten, wäre direkt nochmal viel mehr Nahrung eigentlich. Blub. Blub, blub. Und dann bauen wir hier direkt so einen Transporter wieder hin. Okay. Hier haben wir jetzt auf alle Fälle mal kurz für Ruhe und Ordnung gesorgt. Jetzt werde ich von zwei Seiten angegriffen. Die seid vielleicht schon asozial, ne? Muss ich schon mal sagen. Oh, das gibt's doch nicht. Greifen die uns da unten wieder an. Also ohne... Ich sehe gerade, also ohne...
Verteidigung. Hast du hier echt keine Chance quasi. Du brauchst wirklich Verteidigungsanlagen, ansonsten überrennen die dich hier den ganzen Tag. Aber gut zu wissen. Da weiß ich Bescheid, wenn das Spiel irgendwann in die Vollversion kommt und Los Krabos dann sein Bestes gibt. Ich habe die Befürchtung, dass es jetzt hier kein Weiterkommen gibt, wahrscheinlich bei meinem Glück. Aber halt keine Verteidigungsdinger gebaut, ne? Das rächt sich halt sofort. Immerhin habe ich eine Cemetery dann nachher mal gebaut. Das heißt, wir haben eine Verteidigung. Also wir haben dann keine Pest, meine ich. Wie ist denn das? So baut sich das, okay. Ja, moin. Schön. Okay. Diplomacy ist noch eine Option, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bin am Arsch. Oh nein. Aber wir haben lange durchgehalten. Dafür, dass ich überhaupt gar keinen Plan hatte von dem, was ich mache. 13 Tage habe ich überlebt. 3 Waves wurden zerstört. 87 Feinde gekillt. Das ist fast besser wie meine Against the Storm. Nicht Against the Storm. Wie mein Last Stand. Statistiken. Ja, und das war Diplomacy is not an option. Könnt ihr übrigens jetzt auch schon spielen. Die Demo ist kostenlos verfügbar. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Und dann nächstes Jahr kommt irgendwann die Vollversion raus. Ja, grafisch ist das Spiel natürlich nicht der Hingucker. Es geht da eher ums Gameplay. Wem es gefällt, ihr könnt es euch gerne anschauen. Ich werde es mir dann nächstes Jahr in der Vollversion nochmal anschauen. Mal gucken, was sich getan hat. Ansonsten bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.